Herzlich willkommen. Ich habe, wie kann man sagen, was Neues, kann man sagen, fürs Auspacken hier. Und erstmal wollte ich mich bedanken an den lieben kleinen Drunken Monkey. Er hat mir was empfohlen. Ich habe ja schon in Anfang des Videos, also mal Anfang dieses Jahres, habe gesagt, ich möchte ein bisschen mal mein Video ein bisschen upgraden. Und ich habe mir was besorgt. Ich habe ihn gefragt, ey, kannst du mir ein vernünftiges Standmikrofon mir empfehlen? Er sagt, jo, alles klar, hat mir was rausgesucht und kann man sagen, das ist das gute Stück. Den hat mir lieber Monkey Man für euch empfohlen. Von Speedlink. Und ich habe davon auch die Maus. Und ich habe mir, wo ich das Ding bestellt habe, mal gucken. Ich glaube, ich packe das in die Videobeschreibung. Keine Sorge. Das habe ich von einem Elektrogeschäft, gut Elektrogeschäft-Markt gekauft. Gibt es eine gute Internetseite. Und ist eigentlich auch schon, kann man sagen, relativ gut bekannt. Und ja, kann man sagen, jetzt habe ich kann sagen, ein kleines Upgrade bekommen. Ich habe kurz mal nur grob reingeguckt und die Teile da sind. Und das ist für mich auch persönlich auch das erste Mal, kann man sagen, ein Standmikrofon. Sonst habe ich immer hier 0 auf 50 Headset immer. Und das ist, kann man sagen, ein kleines Upgrade für mich persönlich selber auch. Kann man sagen, ist ein leichtes Level Up. So, wie ich habe gesagt, ich habe mal reingeguckt, mal wie es ist. Hier sind die ganzen Teile. So alles, was drin ist. Und mit einem netten USB-Kabel noch. Und ich muss mal gucken, wie es bei mir als Co. alles aussieht. Man sieht hier, eigentlich relativ sieht es eigentlich sehr hochwertig aus. Ich habe hier ein Teil so von Speedlink, habe ich eine Maus-Tastatur. Die Tastatur habe ich leider versehentlich zerschreddert. Da habe ich versehentlich USB-Kabel mit einem Internetanschluss leider verwechselt. Und da ist leider die Tastatur leider für den Gang. War aber eigentlich ein bisschen, kann man sagen, ein bisschen Pech dabei. Aber naja, wir gucken erstmal rein. Wie gesagt, ich habe das Ding nur, kann man sagen, nur reingeluckert, wie das alles aussieht. Und außerdem, das ist keine, wie gesagt, dann keine Werbung. Das habe ich wirklich selber gekauft, vom eigenen verdientes Geld. Und wie gesagt, das ist hier keine Werbung für die Firma. Wie gesagt, das alles habe ich mir selber gekauft. Und kann man sagen, so sieht das Ding eigentlich relativ so aus. Ja, okay, bisschen schwarz. Hier ist der Schutz dazu. Sehr interessant. Kommen auf falsche Gedanken. Und ja, wie gesagt, das ist erstmal, wie ich so ein Ding mir zugelegt habe. Muss ich persönlich auch selber klarkommen. Ich muss gucken, wie mein PC damit klar, also mal nicht mit PC, mit den mit TS und mit Aufnahmeprogramm muss ich mal ein bisschen reinfuchsen, wie da der Soundqualität ist. Kann man sagen, sieht ziemlich sehr interessant aus. Für die meisten, sag mal, ich bin ja nur auf 50er, ich habe das meistens, wie gesagt, immer Headset gespielt und das ist wirklich ein relativ großes. Oha. Okay, so haben sie das Ding angesteckt. Okay. Ist für mich relativ, kann man sagen, für mich ein bisschen Neuland. Ich muss selber erstmal klarkommen. Gibt es auch hier eine Bauanleitung dafür? Gott, was ist das denn? Ach, der Mikro dazu. Mal hier schön reinstöpseln. Also erstmal klarkommen. Ja, wie gesagt, das ist alles für mich komplett neu. Und ich muss selber reinfuchsen, gibt es überhaupt keinen Bauplan? Das ist eine blöde Handbeschreibung. Ich noch ein bisschen blöd. Hier ist eine ganze Kabellage. Okay. Hier fühlt mir so leicht ein Bauplan, okay, das ist die Halterung. Für mich sieht das aus wie ein Sticknummer 0 auf 50 Schraubstock aus. So wie wir so festmachen. Da spreche ich mir so leicht einen Handwerker raus. Ach, das ist den kleinen Standmikrofon. Wenn ich das Ding ja nicht hätte. So, hier ist eine ganze Kabellage. Was ist das denn? Ach so, hier für Motten und Co. alles okay. Mal reingucken. Und das ist das Apparatur. Okay. Eins für PC und eins für den Mikro. Okay. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ja. Ist da überhaupt noch irgendwas drin? Nö. Gibt es hier noch einen Bauplan? Ja, geil. Null Bauplan. Ich weiß noch nicht mal, wie das Ding zusammenbauen soll. Aber naja, wir halten mal an diesen komischen Dingsbums hier.
Nach irgendwas muss ich mich doch ein bisschen richten. So, so soll das Ding aussehen. Okay. Okay. Ja. Ich muss jetzt mal selber mal fuchsen. Okay, das Ding ist für die Halterung. Ach Gottchen, ey. Hier muss man einen Bauplan aus dem Packung rauslesen. Ich würde sagen, bevor ich das hier bisschen stützig mache, tue ich erstmal ein bisschen gleich selber ein bisschen rumfuchsen und mal selber mal angucken. Ich denke mal, für euch ist es relativ, sagen, einen kurzen kleinen Cut, aber für mich ist es etwas länger. Ich würde sagen, bis gleich. Und da sind wir wieder. Ich habe das Ding jetzt hier, kann man sagen, hier angebaut. Ja, ist immer ein bisschen problematisch erstmal. Aber grob im Ganzen sieht das eigentlich relativ schon ganz gut aus. Ich habe schon mal ein bisschen getestet wegen Mikro und Co. Ich habe mir schon mal ein bisschen aufnahmemäßig schon mal was getestet und ja, klingt ein bisschen stumpf. Ich muss mal gucken, wie es im Spiel aus, also mein Ingame uns das anhört. Ich denke mal, da muss ich noch ein bisschen feilen noch, aber im Endeffekt sieht es relativ ziemlich sehr nice aus. Wir sagen noch liebe Dank, lieber Drunky Monkey, der mir den Dings geholt hat, den Standmikrofon. Und ja, deswegen, ich habe das Ding jetzt hier schön aufgebaut. Sehen wir hier, ich habe leider, das ist leider mein Ersatzfernseher. Und ja, kann man sagen, der andere Fernseher, was ich so mal, andere Monitor, war auch ein Fernseher, ist leider zerschrottet. Angemacht, mal so ein Knack und weg war das Ding. Das problematisch ist, es hat ganz andere Format und ja, das ist ein bisschen problematisch. Und kann man sagen, wenn man sieht hier, das ist mein Hauptmonitor. Und ja, deswegen ja, ist ein bisschen problematisch, wenn ich was meine. Wenn ich hier, okay, hier sind ein paar Fehler, wenn ich hier auf Einstellung gehe und Ausgabe. Das Problem ist ja, wenn man sieht hier, wenn ich was verändern will, ist das hier unten. Muss ich ein bisschen rumdoktern, aber es ist jedes Mal das gleiche immer. Ist immer ein bisschen leicht bescheiden, würde ich mal sagen. Achso, okay. Deswegen. Aber grob im Ganzen, kann man sagen, für die paar Kröten ist das relativ gut. Ist wie gesagt mein erstes Standmikrofon, was ich jetzt habe. Und mal gucken, wie gesagt, Mischpult, muss ich mal gucken, wann ich das mir zulege. Ich lasse mich hier erstmal überraschen. Wir sagen, bevor wir uns ganz verabschieden, ich gucke gleich mal in Endgame, wie das noch zaubert. Ich denke mal, da muss ich ein paar Einstellungen noch ein bisschen nur feilen. Ich denke mal, der lieber Monkey wird hoffentlich mir noch ein bisschen helfen, weil ich habe kurz angehört, ich höre fast wie der Dose an. Und ja, mal schauen. Wir sehen uns in gleich Endgame, mal gucken, wie ich das so anhöre. Und wie gesagt, das Gerät habe ich aus dem großen Elektrofachgeschäft habe ich mir gekauft. Wie gesagt, das ist wirklich mein eigenes Geld. Habe ich dafür gearbeitet und Co. Es gibt ja große Dinger, ja, große YouTuber, die kriegen ja welche Elektrosachen, kann man sagen, für Video und Co. mal ein bisschen gesponsert. Wie gesagt, das habe ich wirklich von meinem Geld gekauft. Und naja, wir sagen, wie sehen wir uns gleich in Endgame, wie uns da so anhört. Wir sagen, bis gleich. Und da sind wir in Endgame und er sagt, ich muss nur noch ein bisschen mit der Einstellung umfallen und allgemein die Einstellung, wo ich da eine kleine Verbesserung mache. Und ja, immer wie gesagt, ich muss mal ein bisschen gucken. Wie gesagt, das alles ist doch für mich relativ neu. Mit den Abstand und Kurve, wie das am besten ist. Weil, muss ich mal gucken. Und ja, wir sagen, ich wollte mich ja anhören wie im Ingame. Ich denke mal, die nächsten Tage, wenn ich sehe, sind noch meine alten Headset noch mit den Mikroeinstellungen noch. Aber jetzt habe ich hier ein Standmikrofon. Das habe ich schon, kann man sagen, schon eingehalten. Ich habe jetzt ein relativ gutes Standmikrofon. Und jetzt fehlt mir noch persönlich noch ein paar andere Kleinigkeiten noch. Aber ich denke mal, wird nachher auch alles noch kommen. Weil ich habe ja gesagt, es wird ein bisschen dauern. Die Anschaffung ist meistens teuer. Mal gucken, ich meinen Mischpult noch mal zulege. Mein Mischpult ist auch relativ ziemlich sehr teuer. Und ich muss erstmal mal schauen.
Also ich wollte mir mal so mal gleich mal anhören, wie es Ingame gleich mich ein bisschen anhört. Und den Artikel bedient abzubleiben. Und wir sagen, das war mal ein kleines Auspackvideo. Ich werde die nächsten Tagen kommen ja, es kommen ja immer noch die Algenfolgen noch von mir sagt von meinem Headset. Danach kommen ja die neue Folgen mit meinem Stadtmikrofon. Mit kleinen Veränderungen, Verbesserungen muss ich mal ein bisschen gucken. Da setze ich mir ein bisschen der Wankelmobbing ein bisschen hin. Und zwar nur mein Stadtmikrofon halbwegs gut hinzukriegen, wie ich so extrem Kacke anhöre. Wenn es euch gefallen, lasst es Daumen nach oben. Und wie gesagt, der Stadtmikrofon habe ich wie gesagt vor eigener Tasche bezahlt. Ohne Werbung, ohne gar nichts. Deswegen gibt es ja bei mir keine Werbung, weil ich kaufe mir die Dinger selber. Oder wenn ich hier mir irgendwas zugeschickt und meine natürlich erwerben habe, aber wie gesagt, das ist alles mein persönlich gekauftes Geld. Und naja, sagen bis das nächste Mal und haut rein und nicht vergessen, die Roosevelt ist hammergeil und bitte nicht vergessen, immer ist die Roosevelt weg. Wenn nur möglich, wenn ihr CV spielt, holt euch die Roosevelt. Lieber Monkey, holt ihr eigentlich auch die Roosevelt. Du verpasst ein geiles Schiff. Haut rein und vielen Dank. Tschüss.